Las Vegas, das Unterhaltungsparadies in der Wüste Nevadas. Hier gibt es die verrücktesten Hotels, über 100 Casinos, unzählige Shows und im Norden der Stadt einen Spielplatz für alle Autonerds. Hier kann jeder mal in einem Luxussportwagen Vollgas geben. Die Chemnitzerin Doreen Seidel ist Teil des Rennfahrerteams, kann sich jeden Tag aussuchen, mit welchem Traumauto aus dem 10 Millionen Euro teuren Fuhrpark sie denn heute über die Piste donnern will. Wir haben so ungefähr 40 Autos im Fuhrpark und es ist bunt gemischt. Wir haben Ferrari, Lamborghini, Porsche, McLaren. Ich liebe es einfach und genieße das wirklich jeden Tag, in was zu einem Spielplatz ich hier arbeiten darf. 2018 kommt Doreen in die USA, eigentlich um hier Rennen zu fahren. In Los Angeles arbeitet sie zusätzlich als Testfahrerin und bekommt ein Jahr später das Angebot, nach Las Vegas zu kommen. Hier ist sie fester Bestandteil der Crew, fährt am Wochenende ihre eigenen Rennen und arbeitet unter der Woche als Fahrlehrerin an der Strecke. Ihr heutiger Gast ist Timothy. Der ist extra aus Arizona angereist, um für knapp $200 eine Viertelstunde Gas geben zu dürfen. Ich bin schon nervös, aber Doreen mit ihrer Rennerfahrung wird mich schon coachen. Ich will jetzt nur noch raus auf die Strecke. Für Timothy ist es seine Premiere. Er hat noch nie einen Sportwagen gesteuert. Doreen lässt es langsam angehen, sagt ihm die Bremspunkte und alle Manöver genau an, steuert ihn über den Rundkurs. Und Timothy gibt immer mehr Gas. Viele vergessen zum Beispiel auch zu atmen, während sie fahren. Und dann muss ich immer sagen, komm, atme, atme, atme. Die kommen hierher, sind ein bisschen nervös, haben ein bisschen Angst, aber auch so ein bisschen Vorfreude, wissen gar nicht, was sie erwartet und steigen aus und haben wirklich diesen Adrenalinschub, der da aus denen rauskommt und kriegen das Grinsen gar nicht aus dem Gesicht und hatten so einen Spaß und das freut mich natürlich auch. Nach einer guten Viertelstunde ist der Spaß für Timothy vorbei. Doreen ist zufrieden mit ihrem Fahrer. Perfekt. Danke. Gut gemacht. Glaubst du, du bist schneller? Na, vielleicht schon ein bisschen. Zeigst du es mir? Klar, lass uns die Sitze tauschen. Ich zeig dir, was das Auto wirklich kann. Das macht immer super viel Spaß, weil dann darf ich selber fahren und kann richtig Gas geben und kann die Jungs und Mädels quasi auf der Strecke mitnehmen, während ich das tue, was ich am besten kann. Schnell fahren. Bereit? Kann's kaum erwarten. Let's go. Doreen schießt mit dem Wagen los und Timothy ist sichtlich beeindruckt. Doreen ist fast doppelt so schnell unterwegs wie er zuvor. Selbst Gas zu geben ist eben das eine. Beifahrer beim Profi zu sein, etwas ganz anderes. Wow, ich dachte, ich bin schnell, aber ich bin echt lahm. Sie ist schnell. Wow. Rennen fahren, davon träumte Doreen schon in der Jugend. Mit 18 fährt sie zum ersten Mal mit ihrem Motorrad über den Sachsenring. Nach ihrem Wirtschaftsstudium steigt sie dann professionell in den Autorennsport ein, fährt zunächst in Europa und später in den USA. Ich habe da Blut geleckt und diese Erfolge, die man da hat, auch wenn man nicht gewinnt, sondern einfach nur auf Platz 10 ins Ziel kommt, aber irgendwie 5 Autos überholt hat, das ist so ein Adrenalin und das macht so süchtig, dass man davon immer mehr will. Doreen wird schnell bekannt. Der Playboy meldet sich bei ihr. 2008 zieht sich Doreen für das Männermagazin aus, wird sogar Playmate des Jahres, ist neben ihren Rennen oft als Bunny gebucht und weltweit unterwegs. Nicht alle finden das so toll. Im Motorsport wurde ich natürlich abgestempelt. Ich bin mir ganz sicher, da gibt es immer noch ganz viele, die denken, ach ja, das Häschen, das hat sie ja nur geschafft, weil sie sich nackig ausgezogen hat. Also ich meine, die sollen ja denken, was sie wollen, aber wenn man Playmate wird, klopft keiner an der Tür und sagt, ach Dorinchen, möchtest du jetzt Rennfahrer werden? Das passiert ja nicht. Also klar, es hat vielleicht ein paar Türen geöffnet, aber es hat gleichzeitig auch Türen geschlossen, weil man einfach mit Vorurteilen kämpfen muss. Doreen hat in den USA nicht nur ihr berufliches Glück, sondern auch ihr privates gefunden. Romain Thiévin, französischer Rennfahrer, Stuntman in Hollywood-Produktionen und Besitzer der Rennstrecke in Las Vegas. Die beiden kannten sich bereits über Instagram. Als der 42-jährige Doreen zum ersten Mal trifft, ist es um den Franzosen geschehen. Wenn man mal in den 40ern ist, dann weiß man ganz genau, was man will und was man nicht will. Es ging mit uns daher sehr schnell. Ich war mir schon nach wenigen Wochen ganz sicher, sie ist die eine für mich. Die beiden leben in einer 4-Millionen-Dollar-Villa in einem noblen Vorort von Las Vegas. 750 Quadratmeter Wohnfläche, 12 Zimmer, eigener Pool. Romain hat sich diesen Traum gebaut, nachdem seine Idee einer Rennstrecke für jedermann voll einschlug. Für Doreen, die schon immer von einem Leben in den USA träumte, jeden Tag aufs Neue das Paradies auf Erden.
Wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit, ja, in Chemnitz aufgewachsen, in einer Wohnung und jetzt bin ich hier in Las Vegas in einem Riesenhaus mit einem Pool. Das ist natürlich, das hätte ich mir damals nicht erträumen lassen. Aber als Jugendliche, ich bin mit 21 das erste Mal in die USA gekommen und seitdem hatte ich dann schon den Traum und so dieses, hier möchte ich leben. In diesem Sommer wollen Doreen und Romain heiraten. Die Hochzeit soll auf ihrer Lieblingsinsel St. Barth in der Karibik stattfinden. Eine Woche wollen sie dort mit Freunden und Familie feiern. Standesamtlich wird dann im kleinen Kreis in einer Kapelle in Las Vegas geheiratet. Alles ist bereit, nur Romains Ehering ist so eine Sache für sich. Did you finally decide? Hast du dich jetzt für einen Ehering entschieden? Not really, because I. Naja, nicht so wirklich. Ich habe mich entschieden, mehrere zu haben, damit ich immer einen passend für meine Uhren habe. Ich habe mir im Internet einfach für 15 Euro pro Stück eine kleine Sammlung bestellt. Das waren eigentlich nur Beispiele, aber mir gefallen die wirklich. Deshalb nehme ich jetzt einfach alle. Am Anfang habe ich mir gedacht, oh Gott, das kann er doch nicht machen. Du kannst ja nicht deinen Ring bei Amazon bestellen. Also das kannst du ja nicht machen. Aber am Ende des Tages, erstens, wenn es ihn glücklich macht, macht es mich auch glücklich. Und das ist auch so komplett er. Er legt so null Wert auf irgendwelche teure Marken. Und er ist einfach so wirklich, wenn es für ihn passt, na, warum soll er denn irgendwie das Zehnfache dafür ausgeben, wenn er irgendwie was Schöneres hat, auch für den Preis. So, Wedding. Dann haben wir die Eheringe erledigt. Du hast, glaube ich, genug. Eine ganze Sammlung. Also ich bin mit einem glücklich. Du warst doch immer genervt, weil ich mich nicht für einen Ring entscheiden konnte. Jetzt habe ich nicht nur einen, sondern sechs. Also du müsstest doch jetzt total glücklich sein. Erlaubt ist, was glücklich macht. Dieses Motto gilt auch für kaum eine andere Stadt wie Las Vegas. Doreen genießt dieses verrückte Leben. Heute hat sie sich mit Freundinnen zum Golfen verabredet. Nicht irgendwo auf einer gediegenen Anlage im Grünen, sondern auf einem Hochhaus mitten am Strip. Topgolf zeigt eigentlich genau, wie Las Vegas ist. Also wir sind hier direkt neben dem Strip und da ist so ein riesen Golfplatz, vierstöckig hoch einfach. Komplett crazy. Ich liebe Las Vegas für diese Vielseitigkeit. Wirklich, man kennt hier keine Grenzen und es ist einfach schön. Es wird hier nie langweilig. Nur eines kann Las Vegas nicht bieten. Ihre Familie und Freunde aus Deutschland. Die vermisst Doreen immer wieder. Aber dafür die USA wieder zu verlassen, das kann sich die 35-Jährige nicht vorstellen. Las Vegas ist definitiv mein Zuhause geworden. Ich kann hier an einem Montagabend mit meinem Glitzer-Mini-Kleidchen ins Restaurant gehen und keiner guckt mich doof an, dass ich overdressed bin. In Deutschland wird man dafür belächelt und komisch angeguckt. Und hier kann man einfach, hier kann ich so sein, wie ich will. Wenn ich am Mittwochnachmittag ein Tütü anhaben will, na, dann geht das und keiner guckt mich hier doof an. Doreen hat in Las Vegas das gefunden, warum alle hierher kommen. Ihr ganz großes Glück.